Ja, moin Leute, zu Part 335 meiner Let's Play Minecraft Serie. Ich bin hier schon ein bisschen weitergelaufen und hier vorne, also ich habe hier eben schon aufgenommen, aber tatsächlich hat mein OBS Studio einfach gesagt, jo, hier cancel ich mal den Dienst und ist abgeschissen. Und zwar war hier so ein Konstrukt und hier drin war eine Kiste. Ich weiß auch gar nicht, ob hier ein seltsamer Keyspy war oder nicht. Auf jeden Fall war hier eine Kiste drin und hier war die Schatzkarte drin. Diese hier. Also da haben wir noch einen mehr zu tun gekriegt. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt auf dem Weg erstmal zur Base mit den Pferdchen. Und das ist noch ein kleiner Weg. Von hier bis da. Gut erleuchtet immer, ne? Ja, auf jeden Fall dahin geht das jetzt. Sieht aber auch wieder sehr schick aus hier, ne? Die ganzen Eiszapfen, sag ich mal. Die Eisberge. Schönes Biom. Muss ich sagen. Stirb, Spinne! Stirb. Stirb. Oh, wieder Versicherungsvertreter. Wann verstehen die endlich mal, dass ich von denen nichts kaufen will? Schnell dran vorbei. Vielleicht sehen die mich ja gar nicht. Da ist unsere Monsterfalle. Es ist nicht mehr weit. Das ist gut. Was zum Geier ist das denn? Was stand da? Wir haben ein Pferd verloren. Nee, doch nicht. Doch. Gib mir das. Nachher mache ich töte ich mein Pferd noch. Ey, das ist schon wieder weg. Hau bloß nicht ab. Brauch jetzt jedes Pferd. Passt ihr da durch? Ja, sehr gut. Ah, da fehlt immer noch die Fackel. So, Leute, wir nähern uns unserer Monsterfalle. Ja, und ich habe immer noch alle Pferdchen im Schlepptau. Die Spinne tötet sich eh selbst, wenn sie mich angreift. Gleich ist sie tot. Und tschüss. Sehr schön. Und das ist doch auch wieder nachts. Ein Bild für die Götter hier. So, hier haben wir jetzt ein bisschen mehr Zombie und Creeper vorkommen. Ich meine natürlich Versicherungsvertreter. Aber nichtsdestotrotz sind wir gleich in Sicherheit. Das sieht echt gut aus. Es hat sich sowas von gelohnt, das zu bauen. Optisch so ein Hingucker. Hat ein Enderman einen Block geklaut wahrscheinlich. So. Und jetzt müssten wir eigentlich so gut wie safe sein. Mega. Und jetzt noch das kleine Stückchen. Können wir mal wieder auf den Geil. Auf den geilen Gaul reiten. So, machen wir das mal. Okay. Wunderbar. Alle noch da. Ihr dürft jetzt alles nur nicht runterfallen. Schön. Immer weiter. Weiter. Schön. Wunderbar. Und wir sind safe. So, er kommt wie immer hier angeflockt. Nee, das wollte ich gar nicht. Ach, du bist da ein Zombie. Stirb endlich. Wunderbar. So, die sind beide angeflockt. Die müssen hier weg. Du kommst dahin. Und du kommst mit mir mit und du auch. Schön. Schnell hier durch.
und einmal dicht machen. So, ich bin jetzt unschlüssig. Am liebsten wäre natürlich jetzt, wenn die Pferde nicht runter müssen, damit sie halt nicht unten sind. Kann man jetzt sehen, wie man will. Aber ich glaube, wir machen die tatsächlich nach unten. Tiere gehören nach unten. So, dann kommt. Perfekt. Gut, dann kommt ihr jetzt hier mit hinten hin. So Maulesel, oder? Ne, wir machen für euch ein extra Gehege. So, also das allererste, was wir machen, das ist erstmal tatsächlich hier unsere Wertsachen wegpacken. Herz des Meeres, Diamant, Smaragd. So. Das kommt hier bei den Pflanzen mit rein. Das und das. Ich glaube, Kornblumen haben wir noch gar nicht gehabt hier, ne? Das ist ganz neu jetzt für mich. So, Animal Drops, alles was wir haben, was da reinkommt. Gebratener Lachs. Rüber. Schatzkarte behalten wir erstmal. Und da kommt erstmal Trank der Unterwasseratmung rein und Trank der Stärke. Können wir einen dabei haben. Und die Lederjacke. Ich hätte gerne mal den Test durchgeführt. Mit dem Buch. Haben wir noch ein Buch? Tools. Ich glaube, wir haben keine mehr. Normales Buch, meine ich, ne? Federfallpapier. Haben wir schon. Okay. Ja, dann müssen wir uns mal schnell eins herstellen, ne? Möchte das unbedingt wissen jetzt hier. So, machen wir mal den hier. So, Buch. Dann brauchen wir nochmal das Leder. Wahrscheinlich habe ich irgendwo noch Papier liegen, aber ich habe es gerade verdödelt. So, Bücher. Weiß gar nicht mehr, war das hier am Amboss? Das und Buch. Buch und das. Nö. Wir haben ja noch den anderen Schmiedekram hier hinten stehen. Dann gucken wir mal hier, ob wir das bei dem Schmiedetisch machen können. Schmiedevorlage, nee, das wird wahrscheinlich auch nicht so sein, ne? Nee, kannst vergessen. Wie ging das denn, Mensch? Ging das überhaupt? Oder ging das gar nicht bei allen Sachen? Ach, reparieren, entzaubern. Nee, das will ich nicht. Ja, das ist doof. Aber dann müssen wir es erstmal so hinnehmen. Dann ist das so. Packen wir das erstmal hier bei Tools und Armor einfach mit rein. Damit das nicht verloren geht. So. Und dann den Kram hier wieder rein. Und das hier wieder rein. Rotten Flash. Buch. Betten Items. So, Workbench. Und dann das Holz. Ja, das Holz können wir auch erstmal mitnehmen. Leitern, Schienen, Items. Die Eimer behalten wir auch im Inventar. Da möchte ich aber den Sandstein loswerden. Den haben wir einfach so mitgenommen. So. Sand. Sandstone. Brillant. Steinziegel. Warum auch immer wir die mitgenommen haben. Hätte ich genauso gut auch wegschmeißen können. So, haben wir. Gut, dann sind wir jetzt erstmal frei von dem Kram. Und jetzt holen wir uns wieder die Pferde hier mit. So. Und dann wollten wir ja,
Dann wollten wir. Oh, wir brauchen noch Tore. Tore. So, und dann da hinten hin. Dann wollen wir mal gucken, ob wir die vermehren können. Und was dabei rauskommt. So, hier haben wir doch schon ein schönes Plätzchen. Nutzen wir direkt. Kommen die hier durch? Boah. Boah. Aber ich finde eins immer doof. So, zwei finde ich besser. Und dann hier noch einmal das Abstecken. Das wollte ich nicht. Und dann haben wir das. Dann sind hier die Pferde erstmal drin. Und safe. Ja. Wir sind ja gar nicht so schlecht. Aber da geht noch besser. So, ich bin der Meinung, dass das mit goldenen Äpfeln und goldenen Karotten funktionierte. Dass man die vermehren kann. Das Gute ist, dass wir davon noch was haben. Oder reichlich noch haben. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und wir das einfach mal direkt machen können. Muss ich nur gucken, wo das war. Da haben wir das auch schon. Dann nehmen wir direkt alle mit, weil das dafür dann nur ist. Und dann können wir noch eine Kiste mitnehmen, wo wir das Zeugs dann da immer reinlegen. Machen wir eine Doppelkiste, spielt auch keine Rolle. Und dann jetzt zum Pferdstall. Oder, ja, zur steinernen Weide. Also ich bin ja echt mal gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Ja, finden die schon mal gut. Das ist ein gutes Zeichen. So. Dann mal hier hinten die Kiste hin. Da können sie ja nicht mit abhauen. Und dann mal den hier. Ein Fohlen! Was genau das Muster von dem hier angenommen hat. Zucht Countdown. Das ist gar nicht mal so gut. Hat das den Mittelwert angenommen? Das hat den Mittelwert angenommen, ne? Von denen. Ich weiß gar nicht, ist das so Standard? Boah. Können wir eine goldene Karotte eigentlich herstellen? Ja, okay, dann ist das kein Ding. Ja, es war der Mittelwert von den beiden. Das ist ja nicht so schön. Ja, ist der Mittelwert. Auch das Leben. Mittelwert. Ich hoffe, dass das nicht immer so ist. Das wäre ziemlich beschissen. Weil dann könnten wir gar nichts Besseres kriegen. Als das, was wir da jetzt haben. Das ist ja voll scheiße. So, ich lasse da jetzt nicht locker. Ich will gucken, was da noch geht. Das Gute ist, dass wir auch recht gut Gold haben und Gold nie gebraucht haben, so wirklich, und wir das jetzt voller Eifer, war das so richtig? Nö, es war Goldklumpen, also, war das das hier, Nuggets? Das waren Nuggets, ne? Gucken wir mal. Ja. So, das hat gerade richtig Gold gekostet. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben's ja. So. Wertsachen. Die Schatzkarten haben wir schon durchgearbeitet. So, die kommen als nächstes. Möchte ich trotzdem erstmal wieder zu den Pferdchen und nochmal gucken, was da geht. Was mich halt so stark interessiert ist, ob es immer der Mittelwert ist. Oder ob, also ob die nicht besser werden können. Das wäre voll scheiße. So, nimm, friss, 3,3. Zucht-Countdown. Ja, geht nicht anders. Müssen wir warten. Dann warte ich mal kurz. So, ich habe mich gerade mal informiert. Es ist möglich, durch Zucht bessere Tiere zu kriegen. Dauert aber. Man nimmt dann immer wieder das, also wenn die Elterntiere, wenn eins der Elterntiere schlechter ist als das neue geborene Fohlen, dann nimmt man das Fohlen mit dem besseren Elterntier und kombiniert die.
So, um dann eventuell wieder einen besseren zu kriegen. Das steht aber nicht fest. Das ist zufallsbasierend. Das ist eine nette kleine Tabelle im Minecraft-Wiki, wie lange das dauern kann und wie viele Versuche man brauchen kann, bis das klappt. Und ich sag euch, das ist lang. Das ist sehr lang, teilweise. Es kommt, wie gesagt, darauf an, wie viel Glück man da hat. Ich möchte es trotzdem versuchen, und da ich weiß, dass mein Tier hier bessere Eigenschaften hat als... Na, kommst du oder nicht? Er sagt nö. Ja, da mein Tier bessere Eigenschaften hat als beider der Elterntiere, nämlich von den beiden Elterntieren, jetzt das Bessere. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Ups, das wollte ich auf jeden Fall nicht. Mann, ich will, dass du untergehst. Los, geh unter. Ja. Klappt nicht, ne? Alter Schwede, ey. Was soll das denn wieder? Oh, ist das nervig. Ist das nervig. Wahnsinn. Dinge, die ich eigentlich nicht tun wollte und vermeiden wollte. Diesen Mist hier wegnehmen müssen. Dinge, die ich nicht wollte. Ich hätte einfach weiter probieren sollen. Aber so steigere ich die Prozentchance, dass das klappt. Wo hängt das denn jetzt noch? Will ja mal mehr. Oh, dieses neue Wassersystem, ne? Das taucht nix. War's das jetzt? Oh, dieses Wassersystem, ey. So. Richtig schön überzogen wieder hier. So, dann wollen wir mal. So. Er 3,54. 3,0. 3,56. Das ist das Beste. Also die beiden. Hier, aha, der ist schon besser. Der ist besser als bei... Der ist besser. Der ist gut. Wollen wir ihn mal kurz hier... Der ist richtig gut. Tja, Kollege, was soll ich sagen? Du bist entlassen. Hat Geschwindigkeit von 12,43. Du hast eine höhere Sprung. Na, nee, nein, du bist doch nicht entlassen. Willkommen zurück im Dienst. So, Leute, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns hier dann im nächsten Part wieder in alter Frische. Und dann gucken wir mal, was das wird. Na, in dem Sinne, macht's gut. Bis dahin. Ciao, Leute. Habt ihr Bock auf Karotten? Ich habe gar keine ausgewählt. So Leute, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.